Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier wird es darum gehen, wie man die Sims 3 Package-Dateien ins Spiel bekommt. Das ist ja der Custom-Content aus dem Internet, den man nicht per Doppelklick installieren kann. Also muss man sich mit einer anderen Methode behelfen. Das geht aber eigentlich auch ganz leicht, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ihr seht, ich habe hier einen Mac, aber die Methode geht sowohl für Mac als auch für Windows. Da manche Ordner im Explorer ein bisschen anders heißen als hier im Finder, werde ich das noch dazu sagen. Aber ansonsten ist es eigentlich direkt identisch. Also keine Sorge, es funktioniert auch auf eurem Windows-Rechner. Ja, zuerst müssen wir uns einen Mods-Ordner beschaffen. Wo wir den reinpacken, erkläre ich gleich. Zunächst einmal öffnet ihr euren Standardbrowser und gebt oben in die Leiste sims3.quinric.com ein. Den Link werde ich auch noch in die Videobeschreibung packen. Hier ist dann der Custom Content und darunter sucht ihr die Package-Dateien, hier dieser Abschnitt. Und dann geht ihr hier auf Package-Dateien installieren. Hier seht ihr noch ein paar Erklärungen und hier ist dieser Framework-Ordner. Früher hieß es immer, man soll einen Mods-Ordner erstellen, im Sims 3-Verzeichnis und darunter dann einen Package-Ordner. Und die Package-Dateien kommen selbstverständlich in diesen Ordner, also in den Package-Ordner. Ich habe das damals versucht, es hat nicht funktioniert. Dann gab es noch eine Datei resource.cfg, die sollte man in den Mods-Ordner packen. Und dann sollte es funktionieren. Hat auch nicht funktioniert. Also musste ich nach einem Ordner suchen, den man runterladen konnte, der schon bereit war. Und siehe da, hier ist einer. Da sind schon Dateien drin. Unter Mac kann man die, soweit ich weiß, nicht sehen, aber unter Windows sieht man die. Zum Beispiel ist bei Windows dann, war bei meinem, ich hatte glaube ich hier einen anderen als den hier, aber da war zum Beispiel eine Datei, die hieß nur Intro. Das heißt, das Intro vorne, also wenn man das Spiel startet, wurde ausgeblendet. Das ist auch nicht zwingend notwendig, aber gut. Es war dabei, schon mal sozusagen als Package-Datei, die da schon vorhanden war. Ihr geht dann hier auf diesen Download-Button und schon wird alles gedownloadet. Das dauert, wie man sehen kann, nur eine Sekunde eigentlich, weil es ist ja eigentlich nur ein Ordner mit zwei Unterordnern. Dann öffnet ihr den Finder bzw. Explorer und geht natürlich auf Downloads oder wo ihr auch immer das jetzt hingespeichert habt. Ich habe hier einen Ordner, der heißt jetzt Mods 2, weil ich ihn schon gedownloadet hatte hier. Diesen Ordner hier mit den Mods zieht ihr dann einmal oder kopiert ihr und geht hier auf Dokumente. Es sind auch die Dokumente, also dieser Dokumente-Ordner bzw. die Dokumente-Bibliothek auf Windows. Hier dann auf Electronic Arts. Die Sims 3 und hier rein müsst ihr den dann kopieren. Wie man sieht, habe ich das hier schon gemacht. Hier ist der Mods-Ordner. Klickt hier drauf. Und hier seht ihr den Package-Ordner. Hier ist auch diese resource.cfg, von der ich ja schon erzählt habe. Und in diesen Package-Ordner kommen dann die ganzen Package-Dateien. Also Haare, Frisur, Haare und Frisuren. Haare, Klamotten, Make-up und so weiter. Ja, das war es eigentlich soweit. Aber hier seht ihr, ja, ich habe hier zwei Package-Dateien schon installiert. Zu denen möchte ich auch noch etwas sagen. Ich habe jetzt nur die zwei, weil ich den Mac noch nicht so lange habe. Unter Windows hatte ich einen ganzen Ordner voll mit Mods-Dateien und naja, ich habe ihn jetzt nicht kopiert. Da sieht das Spiel auch teilweise verlangsamt. Also, und falls ihr ein langsames Spiel habt, was ein wenig ruckelt oder viel ruckelt und einfriert, von Zeit zu Zeit passiert das, dann geht ihr hier auf dieser Quinric Sims 3 Hilfe-Blog-Seite auf Mods und Tags und dann hier auf Enras Industries. Dann klickt ihr drauf, dann kommt ihr zu der Seite von Enras. Und hier gibt es ganz viele Downloads, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, seht ihr sie alle hier in der linken Spalte. Da gibt es ganz viele Downloads, die das Spiel auf Fehler überprüfen und diese dann entfernen bzw. beheben. Sodass das Spiel, also das Spiel ist langsam und eigentlich wird es dadurch wieder schnell, weil, ja, es behebt die Fehler. Zum Beispiel, wenn ihr habt einen aktiven Haushalt, aber die anderen Haushalte in eurer Nachbarschaft werden ja sozusagen weitergespielt. Zwar nicht von euch, aber vom Spiel. Und die schalten natürlich auch Stereoanlagen an und
die zum Beispiel werden ausgeschaltet, dann werden Fahrzeuge auch gelöscht. Und es kann euch ja nicht interessieren, weil es ist ja nicht euer aktiver Haushalt, der da irgendwie, dass da irgendwas gelöscht wird. Das macht zum Beispiel der Overwatch. Ihr klickt einmal auf den Overwatch und hier seht ihr verschiedene Versionen. Das steht hier immer für den Patch-Level. Da müsst ihr halt gucken, wenn ihr das Spiel zum Beispiel hier öffnet, dann seht ihr hier irgendwo, also den Launcher, dann seht ihr hier irgendwo die Spielversion. Und vorne steht, soweit ich weiß, immer sozusagen der Patch-Level. Habt ihr den aktuellsten, steht da immer hier oben. Habt ihr das Spiel noch nicht aktualisiert, müsst ihr einen von hier unten nehmen. Dann geht ihr hier auf Base-Mod, scrollt ein bisschen runter und dann ist hier die Download-Version. Manchmal gibt es hier zwei Download-Versionen. Einmal die von Electronic Arts und einmal die von Steam. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Electronic Arts entweder bei Origin gekauft habt oder im Laden per, also sozusagen, dass ihr eine CD habt, dann müsst ihr diese Variante wählen und wenn hier Steam steht und ihr habt es bei Steam gedownloadet, dann müsst ihr die Variante nehmen. Aber es steht, soweit ich weiß, ich glaube bei Error Trap steht es noch dabei. Ich weiß es nicht, ob es bei Master Controller noch dabei steht. Ja. Den Overwatch habe ich und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Programm, das das Spiel wirklich verschnellert, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch den Master Controller zum Beispiel, den würde ich auch noch empfehlen. Der, ja, hier seht ihr auch zum Beispiel verschiedene Versionen. Ich würde erstmal den Base Mod empfehlen und dann gibt es hier noch andere, also noch sozusagen wahrscheinlich Erweiterungen, keine Ahnung. Aber das könnt ihr euch hier noch anschauen. Was ich noch teilweise empfehlen kann, teilweise auch nicht, das wäre der Error Trap. Und der behebt wirklich hauptsächlich die Fehler. Allerdings auch im aktiven Haushalt, wie ich dann feststellen musste. Das heißt, er hat bei meinen Sims Fehler gefunden und er hat sie behoben, indem er meine Sims irgendwie gelöscht hat. Und die Familie lag mir sehr am Herzen und ich würde euch nicht empfehlen, es mit einer Familie zu versuchen, die euch auch am Herzen liegt. Denn es kann ganz schnell dazu kommen, dass ihr plötzlich hier in dieser Seitenleiste keine Porträts mehr seht und auch keine Sims mehr steuern könnt. Ich habe versucht mit dem Master Controller, damit kann man zum Beispiel die Stadt zurücksetzen, sodass, also man kann auch per Cheat zum Beispiel Reset Sim und dann so ein Sternchen, dann werden alle Sims wieder auf ihr Heimatgrundstück gebeamt und ja. Dadurch wird das Spiel dann auch schneller, aber auch der aktive Haushalt wird wieder sozusagen, da werden alle Aktionen abgebrochen. Also ja. Es ging jedenfalls nicht. Ich habe dann auch noch nicht so nach Hilfe geschaut, aber ich kann ihn euch teilweise empfehlen, aber naja, ich würde es schon mal ausprobieren, aber ja. Auf eigene Gefahr. Okay, und soweit war es eigentlich. Falls ihr das Problem habt, dass irgendwann euer Spiel, wenn ihr es startet, nicht mehr richtig startet und sozusagen dann gleich wieder der Prozess beendet wird. Dann müsst ihr alle Mods mal entfernen, also den Mods-Ordner einfach mal auf den Desktop ziehen oder so. Und dann liegt es höchstwahrscheinlich an einem Mod, den ihr nicht aktualisiert habt. Das sind halt diese Programme von NRAS hier, die ganzen. Und zum Beispiel auch der Postplayer ist auch ein Programm innerhalb des Spiels, was man regelmäßig aktualisieren muss, sobald eine neue Spielversion erscheint. Ja. Die Package-Dateien kopiert ihr dann, wie gesagt, in den Package-Ordner. Und dann habt ihr alles. Das heißt, kein Doppelklick, kein langes Warten, bis es installiert wird. Eigentlich ganz einfach. Ich mag Package-Dateien wirklich momentan mehr als die Sims 3-Dateien. Aber ich muss erst noch schauen, welche ich jetzt installiere. Naja. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war hilfreich. Und lasst mir einen Kommentar da. Und ja, man sieht sich. Tschüss.